Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Datenschutzbeauftragte beklagt digitale Sorglosigkeit. Am Safer Internet Day soll der bewusste Umgang mit sozialen Medien und Privatsphäre im Vordergrund stehen. Niedersachsens Datenschutzbeauftragte Barbara Thiel warnt aus diesem Anlass vor einer wachsenden digitalen Sorglosigkeit in der Bevölkerung. Insbesondere Kinder und Jugendliche müssten im Umgang mit persönlichen Daten, etwa in sozialen Netzwerken, geschult werden. Im Schulunterricht braucht es dazu deutlich mehr Aufklärung. Nötig ist ein verpflichtendes Fach, das Medienkompetenz vermittelt, sagte Thiel. Intel zeigt Datenbrille Vaunt mit Netzhautprojektor. Intel arbeitet an einer smarten Datenbrille, die kaum von einem herkömmlichen Brillengestell zu unterscheiden ist, wie The Verge berichtet. Die Technik samt Akku befindet sich in den Ohrbügeln. Die Vaunt genannte Datenbrille projiziert Bildinformationen nicht auf das Brillenglas, sondern direkt auf die Netzhaut. Ein monochromes Bild soll dem Brillenträger lediglich wenige grundlegende Informationen zeigen. Die Brille soll in den kommenden Monaten Entwicklern zugänglich gemacht werden. Ozonschicht wird nicht überall dicker. Die Ozonschicht der Erde erholt sich, aber nicht überall. Die Schicht, die die Erde von den krebserregenden UV-Strahlen der Sonne schützt, wird an den Polen zwar wieder dicker, nicht aber in tieferen Breitengraden wie beispielsweise über Deutschland, berichten Forscher im Fachblatt Atmospheric Chemistry and Physics. Dort schrumpfe die Ozonkonzentration in der unteren Stratosphäre weiter. Warum, wissen die Experten noch nicht. Italien streamt 200.000 italienische Songs gratis. Das italienische Ministerium für Kultur und Tourismus hat im Vorfeld des Sanremo Musikfestivals die Website Canzone Italiana gestartet. Darauf sind nach eigenen Angaben rund 200.000 italienische Musiktitel der Jahre 1900 bis 2000 zum freien Streaming gelistet. Dieses Archiv soll stetig erweitert werden. Dadurch soll das kulturelle Musikerbe Italiens jederzeit zugänglich sein. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.